Wir gehen zu HEMA. Wir gehen zu HEMA. Ich freue mich. Kurzes Outfit auf dem Daddy. Und spektakulär. Jeans. Tasche. Schuhe. Ja, meine Bestellung ist da und natürlich werde ich auch so mal ein bisschen gucken. Nein, ich möchte mein Auto nicht verkaufen. So, erstmal die Adresse suchen. Ach, hier sind wir schon. Wir fahren nach Neuss, weil das ganz nah bei mir ist und es da ein HEMA gibt. Und ich da meine Sachen hinliefern habe lassen. Das sind gerade mal 9 Kilometer. Darum fahre ich jetzt einfach mal los. Die Sonne scheint, ist das schön. Dieses Lied ist, glaube ich, das bescheuerste Lied, das ich je gehört habe. Was ein Quatsch. Kurzer Stopp zum Tanken, es sind aber nur noch 1,5 Kilometer. Wir sind also gleich da. Hervorragendes Licht. Ich bin im Parkhaus. Da stand, es gibt keine Plätze und ich bin reingefahren und habe auf Anhieb schon mindestens 4 Stück gesehen. Ja, ist eine tolle Anzeige, würde ich mal sagen. Also, wenn da 0 steht, probiert es vielleicht trotzdem einfach mal. Kleiner Tipp. Vielleicht hilft es ja. Und ich war erfolgreich. Ja, ich gehe jetzt mal wieder rein und dann zeige ich euch, was ich so gekauft habe. So, nun kommen wir zum versprochenen Haul. Ich fange mal an mit Tchibo, weil das nur eine Sache ist. Ich bin diesem Zeugs hier ewig hinterhergerannt. Ich war in verschiedenen Tchibos, aber da es schon so lange zu kaufen gab, gab es das nirgends mehr. Und zwar ist das 25 Deko-Klebebänder-Set mit diesen Washi-Tapes. Ich mache das mal eben auf. Ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Preise schreibe ich euch wieder in die Infobox, weil sonst kommen wir hier komplett durcheinander. So. Ich zeige euch die mal. Ja, ich finde nicht alle schön. Hier vor allem diese rosanen finde ich nicht toll. Aber da hat ein Band jetzt nicht mal 1 Euro gekostet. Da sind eben ganz dünne, normale und ganz breite dabei. So, das war das von Tchibo. Dann geht's weiter mit HEMA. Ich habe 3 Sachen online bestellt, das hatte ich euch ja erzählt. Zum einen dieses Washi-Tape-Set. Hier könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen, dass das schwarze noch weiße Pünktchen hat. Das ist einfach ein Neon-Pinkes und dann so ein cremefarbenes mit neon-pinken Streifen. Und dann noch dieses Washi-Tape-Set, eben ein neon-pinkes mit weißen Punkten und ein cremeweißes mit dunkelblauen Streifen. Ja, also an Washi-Tapes habe ich jetzt echt genug. Und dann habe ich mir den Label-Maker gekauft von HEMA, der so aussieht. Ich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe überlegt, vielleicht kann ich da nachher mal ein kurzes Video zu machen, wie ich den das erste Mal ausprobiere. Ja, man kann eben damit Label machen. Wer hätte es gedacht? Ja, kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Wird ausprobiert. Da ich dann schon mal da war, habe ich gedacht, kann man ja auch noch einfach weiter shoppen. Dann habe ich mir dieses Washi-Tape-Set hier gekauft. Das sind einfach so Neonfarben. Einmal Pink, dann Koralle und Gelb. Da, das Pink habe ich jetzt doppelt. Aber was soll's. Und dann habe ich mir noch dieses Washi-Tape-Set gekauft, weil ich es total süß fand. Die Sterne hier und die Streifen eben. Ich stehe auf die Streifen. Ich finde die total cool. Und an Washi-Tapes war es das. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch genug. Ich habe mir dann noch hier diese Sticky Notes mitgenommen. Da gibt es so ein Dreierpack, sage ich mal. Einmal diese Sprechblase,
Dann, das fand ich süß, so eine kleine To-Do-Liste. Ich glaube, das ist ganz praktisch, wenn man sich das so, wenn man mal den Tag über mehrere Sachen zu tun hat, einfach so draufkleben kann. Und dann noch das hier. Ja, fand ich irgendwie ganz goldig und habe mich deswegen mitgenommen. Dann, das habt ihr vorhin schon kurz gesehen, habe ich mir diese Sticker mitgenommen, weil ich die irgendwie echt süß fand. Und die sind eben auf der Rückseite, haben die noch so Label. Ja, Sticker, die ein bisschen verknickt sind. Es geht weiter mit Stickern. Diese hier sind eigentlich aus der Kinderabteilung. Das sind so 3D-Herzen. Aber ich fand die so goldig und habe gedacht, wieso denn nicht einfach mal mitnehmen? Und dann habe ich mir diese Highlighter-Sticker hier mitgenommen. Ich glaube, die sind halt einfach durchsichtig, sage ich mal, sodass ihr die über Sachen kleben könnt, um die zu highlighten. Genau, und da gibt es eben auf beiden Seiten diese Sticker und finde ich eigentlich ganz cool. Außerdem habe ich mir noch diese Stifte hier mitgenommen, einmal gelb, pink, braun und grün. Und zwar für auf Washi-Tape schreiben und solche Geschichten, auch auf Etiketten, weil das geht ja mit den Friction-Stiften nicht so gut. Die waren recht teuer, ich glaube, die haben fast 6 € gekostet, aber naja, was soll's, schöne Farben. Und dann kommen wir schon zum letzten, was ich gekauft habe. Und zwar sind es diese Magnetic Bookmarks. Da gab es verschiedene Sorten, wollte ich schon sagen. Verschiedene. Ich habe mich für die entschieden. Jo. Und die sind eben magnetisch und man kann dann eben zum Beispiel hier noch was zwischen packen, ein Zettelchen oder so. Ja, Leute, das war mein kleiner Haul. HEMA und Tchibo. Und ein kleines Follow Me Around hattet ihr ja auch noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen hervorragenden Tag und viel Spaß bei allem, was ihr macht und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!